und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich dir von unseren guten Neuigkeiten berichten. Und zwar ist Xenia leider schwer lungenkrank. Wir haben sie schon damals lungenkrank gekauft. 2012 war es dann so schlimm, dass Xenia Probleme beim Fressen bekam aufgrund ihrer starken Atemprobleme. Es ging ihr leider gar nicht gut. Unsere Tierärztin wollte sie damals schon einschläfern. Sie hat sie sozusagen aufgegeben. Wir haben dann den Tierarzt gewechselt und dieser meinte dann, wir sollen Xenia in die Tierklinik bringen. Die könnten ihr eventuell noch helfen, das ist sozusagen ihre letzte Chance. Wir haben das dann auch gleich am nächsten Tag gemacht, also wir haben in der Klinik angerufen und ja, Xenia konnte dann gleich am nächsten Tag frühmorgens kommen. Es wurde dann eine Lungenspülung gemacht, eine Bronchoskopie und ja, also so ziemlich alles an Atemwege untersucht, was möglich war. Die Lungenspülung hat ihr sehr zu schaffen gemacht. Sie hätte das damals beinahe nicht überlebt, aber sie hat es geschafft. Xenia ist eine Kämpferin. Ja, und einen Monat später durften wir sie abholen. Sie war dann sogar wieder reitbar. Also Xenia ging es richtig gut. Sie hatte kaum Atemprobleme. Sie bekam halt weiterhin nasses Heu und noch Kräuter zugefüttert. Und einen Inhalator haben wir auch gekauft, wo wir sie dann täglich mit Kochsalzlösung inhaliert haben. Das hat Xenia richtig gut geholfen. Ja, und irgendwann hatte sie dann gar keine Atemprobleme mehr, sodass wir nicht mehr inhalieren mussten. Wir haben ihr aber trotzdem eben weiterhin nasses Heu gefüttert. Leider kam heuer im Sommer ihre Lungenerkrankung zurück. Also sie zeigte wieder deutliche Probleme bei der Atmung. Man hat die Bauchatmung sehr deutlich gesehen. Sie hat nüstern geweitert. Sie hat so müde gewirkt. Also sie hat oft den Kopf hängen lassen. Man hat einfach gemerkt, dass es ihr überhaupt nicht gut geht. Wir haben dann natürlich auch gleich die Tierärztin geholt. Die hat auch gesehen, dass es ihr deutlich schlechter geht, hatte dann gleich mal ein Medikament gespritzt, um die Bronchien zu erweitern. Wir haben auch Medikamente fürs Futter bekommen und haben auch wieder begonnen mit dem Inhalieren, mit Kochsalzlösung, als auch mit einem Medikament. Das haben wir jetzt eine ganze Weile gemacht. Ich habe sie auch jeden Tag im Schritt bewegt, also während dem Inhalieren und jeden zweiten, dritten Tag auch im Trab und Galopp, einfach damit ihre Lunge besser bewegt wird, also einfach damit auch das Medikament besser in die Lunge reingeht und ja, sie besser abhusten kann und der Schleim hochkommen kann. Das hilft ihr immer sehr, die Bewegung. Genau, das haben wir eben täglich gemacht. Leider hat dann Xenia auf einmal angefangen zu lahmen. Also am Vormittag habe ich sie noch ganz normal bewegt, da war noch alles in Ordnung. Und dann am Abend, als ich sie dann inhalieren lassen wollte, habe ich auf einmal gesehen, dass Xenia am Hinterbein deutlich lahm ist. Ich dachte, oh Gott, das kann nicht wahr sein. Xenia hatte ja schon 5 Sehnenschäden und ihre Sehne war geschwollen. Es war auch warm. Es hat einfach sehr nach einem Sehnenschaden ausgeschaut. Wir haben dann natürlich sofort gekühlt. Ich habe auch dann mit Absprache mit der Tierärztin Xenia Hyaluronsäure gefüttert, also den Mufit-Saft von Evalia. Der besteht aus Hyaluronsäure und ist ideal für Sehnen. Mit dem fahren wir eigentlich immer ganz gut. Wir haben eben auch Xenias Bein täglich gekühlt. Ein paar Tage später ist dann die Tierärztin gekommen. Das war geplant, einfach um Xenias Lungenerkrankung zu kontrollieren. Sie hat Xenia dann abgehorcht. Und das Gute ist, Xenia geht es deutlich besser. Also das Ganze hat sich richtig ausgezahlt. Also das Inhalieren und auch das Medikament ins Futter und die Bewegung. Xenias Atmung ist deutlich besser. Das sieht man auch. Also sie zeigt überhaupt keine Bauchatmung mehr. Und auch die Nüstern sind nicht mehr so geweitet bei der Atmung. Richtig gut. Und auch ansonsten wirkt sie viel fitter. Und ja, das freut mich natürlich sehr. Ihr Beinchen hat die jetzt auch angeschaut. Das sieht auch schon besser aus. Also das Kühlen und die Hyaluronsäure hat anscheinend sehr gut gewirkt. Die Schwellung ist weggegangen, es ist auch nichts mehr warm. Auch die Lahmheit ist deutlich zurückgegangen. Also wir dürfen jetzt schon langsam wieder mit dem Training im Schritt beginnen. Hauptsächlich auf geraden Strecken für ein paar Minuten, also eine Viertelstunde. Und hier auch so ein bisschen auf der Wiese einfach gehen. Das machen wir richtig gerne. Es freut mich total, dass wir jetzt wieder mit dem Training schön langsam starten können. Richtig toll. Also wir können
so wie es aussieht, bald wieder mit dem Training starten, dass wir wieder Stangentraining machen können und im Trab und Galopp trainieren können, weil das ist natürlich sehr gut für ihre Lunge, wenn sie sich bewegt. Und ja, Xeni ist ja leider auch übergewichtig, also da haben wir auch große Probleme, dass Xeni mal ein normales Gewicht hat. Sie frisst leider sehr gerne, also sie würde den ganzen Tag fressen, wenn sie Heu zur Verfügung hätte. Weil sie wird ja eben mehrmals am Tag mit Heunetzen gefüttert, damit sie einfach immer wieder ein bisschen kurze Fresspausen hat, weil sonst würde sie vermutlich dastehen wie eine Kugel. Ist nicht so leicht, da sie halt einfach sehr leichtfutterig ist und ja, ist natürlich für ihre Beinchen, für ihre dünnen Beinchen nicht so gut, wenn sie eben so viel Gewicht tragen muss, und auch für die Lunge ist das natürlich nicht von Vorteil, wenn sie so einen dicken Bauch hat. Ja, deswegen, Training ist gut. Werden wir schon langsam wieder starten. Ich freue mich sehr, dass wir da so gute Neuigkeiten von der Tierärztin erfahren haben und dass die Tierärztin da gesagt hat, dass es jetzt da vorangeht, also dass ihre Lunge sich viel, viel besser anhört und ja, und dass sie auch im Schritt mit dem Training wieder starten kann. Also es freut mich total. Ja, und die Tierärztin war auch noch mit einem amerikanischen Auto da. Wie viele vielleicht wissen, ich bin ein Fan von amerikanischen großen Autos, also ich mag das total gerne. Und ja, dann hat sie eben gesehen, dass ich total das Auto toll finde, wie wir dann fertig waren mit den Untersuchungen. Und hat eben gemeint, ob ich mich mal reinsetzen möchte. Ich habe halt gesagt, ich kann mich ja nicht mit dem dreckigen Gewand, mit den dreckigen Schuhen ins Auto setzen, weil es war halt auf dem Tag ziemlich nass alles von dem Regen und matschig. Und ja, meine Schuhe waren halt ziemlich matschig, weil ich vorher die Pferde eben vom Stall geholt habe. Aber sie meinte, das ist egal, ich soll mich trotzdem reinsetzen. Das war so ein cooles Erlebnis. Also einfach, wenn man da drinnen sitzt, wie groß das alles ist. Und ja, dagegen war ich richtig klein gegen dieses Auto. Also es war ein Dodge Ram. Richtig toll. Ich habe mich so darüber gefreut. Wenn ich daran denke, habe ich jetzt noch eine richtig große Freude, weil es einfach so cool war. Ja, vorher diese guten Neuigkeiten mit Xeni. Das heißt, wir werden das alles so weitermachen wie bisher. Also wir werden sie täglich inhalieren mit Topsalzlösung und sie bekommt Schwarzkümmelöl und den Herz-Kreislauf-Saft ins Futter von Ivalia. Zusätzlich bekommt sie noch den Mufit-Saft der Hyaluronsäure. Das ist ja gut für ihre Sehne. Genau, das haben wir mit der Tierärztin so abgesprochen. Das sollen wir weiterhin so machen, da sie ja Xeni ganz gut tut. Genau. Und jetzt würde ich sagen, laber dich nicht mehr lange herum. Xeni ist schon etwas ungeduldig. Ich werde jetzt noch ein paar Szenen einblenden, wie ich mit Xeni anfange wieder zu trainieren. Also wie wir ganz langsam mit dem Schritttraining starten. Genau, dann werde ich das Ganze noch mit Musik unterlegen und wünsche dir viel Spaß beim weiteren Video. Figure out who I am. Not sure what I'm doing here. And the days don't work out the way I thought they would. And before you there was no one who understood. Never found somewhere I fit in. You, I was feeling lost, but you're the one who can make it go away. All you have to do is look at me. Sometimes I can't breathe, but it feels like you're the one who saves me. But it feels like you're the one who shakes.
much, but it's all I have. You know, we could run to a place where we belong. But I need you there with me to go on. Sometimes I can't see, but it feels like you're the one who saves me. Trägt übrigens das handgemachte Knotenhalfter in der Farbe Amethyst mit dem dazu passenden Bodenarbeitsseil in der Länge 3,7 Meter. Dieses und viele weitere handgemachte Produkte findest du auf meiner Website. Schau gerne in meinem Shop vorbei. Den Link findest du in der Infobox. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Wenn dir mein Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt und meinen Kanal abonnierst, so verpasst du kein weiteres Video mehr. Schau auch gerne auf meinem Instagram-Account xamina_official vorbei. Hier nehme ich dich täglich in unseren Alltag mit und sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.